Durchatmen, ne? Alles sacken lassen. Danke. Du hast dich aber sehr gefreut, dass du Steve jetzt wieder gesehen hast. Steve, du hallo! Und hast ihn verkraftet. Mehr? Mehr als nicht. Ja, du bist echt tierisch durchgeknallt gerade, aber... Gern Schlag. Die muss erstmal ankommen, glaube ich. Aber man hat dir echt angemerkt, dass du das überhaupt bis jetzt noch nicht verstehst, dass du aus dem Haus raus bist. Aber damit, weil ich dachte, ich bleibe. Ja. Entschuldigung, hört sich voll eingebildet an, aber ich dachte, ich gewinne auch nicht mal. Natürlich nicht. Ja, ja. Aber ich glaube, das wenigstens bist du ehrlich. Ja, die Rolex kommt irgendwann anders, ne? Richtig, richtig. Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, woran es gelegen hat? Vielleicht, dass du zu oft gesagt hast, du willst eine Rolex haben oder ich weiß nicht, dass du Leon beschimpft hast oder... Also was ich mir wirklich... Entschuldigung, mein Mund ist voll trocken. Ja. Unterdrücken, durchatmen. Also ich glaube, der Rayo hat schon ein bisschen recht, weil ich wollte am Anfang echt oft nach Hause. Also ich habe schon wirklich geschätzt, aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe für mich war, oh, schon mal da oben sind die. Meine Cosimo. Oh. Naja, bald hast du sie alle wieder, nur noch zwei Wochen. Ja. Weißt du was, Ingrid? Einmal tief Luft holen, du kannst ein bisschen mit Steve kuscheln. Nee, danke. Steve hat jetzt auch den Big Brother Bademantel an. Du bist ja nächste Woche Montag bei uns und dann cool. Gibt es auch deine schönsten Bilder und alles. Und dann kannst du jetzt erstmal schön die ganze Woche über ein bisschen nachdenken und dir ein paar Bilder angucken und so weiter und so weiter. Jetzt komm erstmal an. Ja. Vielleicht kriegst du Schokolade und dann sieht so die Welt natürlich wieder ganz anders aus. Wenn Menschen in unser Haus gekommen sind, dann habe ich die immer so angeguckt. Menschen. Andere Menschen, neue Menschen. Da sind so viele da, ich muss mich erstmal überwinden.